Hi, Paul Kramer hier vom Videocheck und heute geht es um die Tonys Box. Videocheck. Erstmal schön, dass ihr eingeschaltet habt und die Tony Box ist der absolute Hammer. Erstmal ganz klar dazu, was kostet das Ding? Das Ding kostet normalerweise 79,99 unverbindliche Herstellerempfehlung. Allerdings gibt es momentan einen Engpass, müsst ihr eben gucken, ob das Teil überhaupt zu haben ist. Ich habe das Ding für rund 130 Euro gekauft. Das war ein Weihnachtsgeschenk für meine kleine Tochter, für unsere kleine Tochter, die natürlich als Baby nicht so viel machen kann. Und das ist auf jeden Fall ein Geschenk, wo man lange was von hat und wo man drauf aufbauen kann. Denn das ist ein Vorlesewürfel quasi. Also ein MP3-Stift in groß, beziehungsweise was früher die Kassette war, das ist heute auf jeden Fall Tonys. Und das Geniale ist, bei Tonys, die Geschichten werden gestartet durch diese Figuren. Das ist jetzt das Starter-Set, das beinhaltet natürlich einmal eine Anleitung, das ist in Deutsch. Das Ganze können wir dann über App einrichten, ist kindereinfach. Und diese Figuren, die man hier einfach oben drauf setzt, und schon beginnen auf jeden Fall die Geschichten. Das finde ich mega genial. Denn wir können uns verschiedene Figuren kaufen. Zum Beispiel hier unseren Ziegenpeter. Und je nachdem, welche Figur wir natürlich draufstellen, dementsprechend startet die Geschichte. Man muss die Box einmalig mit dem Internet verbinden. Sind die Geschichten erstmal drauf, dann braucht man kein Internet. Das heißt, man kann die Box mitnehmen. Die funktioniert ja auch mit Akku. Wir haben zwar hier eine Ladestation mit dabei. Also ich kann das hier draufstellen. Und dann lädt das Ganze auf. Das funktioniert natürlich auch ohne, finde ich auch mega praktisch. Gerade beim Autofahren kann man das Ganze einfach mitnehmen. Mega genial und kindergerecht finde ich auf jeden Fall schon mal die Steuerung. Wir können hier oben über diese kleinen Hörner oder Zacken, können wir das Ganze leiser und lauter machen. Hauen wir auf die eine Seite, spulen wir zurück. Hauen wir auf die andere Seite, spulen wir vor. Und das ist auf jeden Fall mega genial. Und was finde ich daran so genial? Ich finde daran so genial, dass das Kind nicht nur die Geschichte hört, wie es vielleicht sonst bei dem Tipptoy-Stift üblich ist. Wo habe ich ihn hier? Denn beim Tipptoy-Stift kann man Geschichten kaufen. Die kosten im Schnitt zwischen 5 und 15 Euro für eine Geschichte auf dem Tipptoy-Stift. Allerdings hat man hier den Nachteil, die sind hier dann drauf, man hat da nichts zum Sehen, nichts zum Anfassen und das ist, finde ich, irgendwie auf jeden Fall viel, viel cooler als auf dem Tipptoy-Stift, muss ich auf jeden Fall sagen. Zudem kann nur der Tipptoy-Stift der zweiten Generation Musik wiedergeben und es ist auch sehr kompliziert, die Sachen da drauf zu laden, beziehungsweise hat man dann einen anderen Account oder eine andere E-Mail-Adresse, das ändert sich, dann sind auf einmal andere Geschichten weg und das fand ich immer ein bisschen blöd. Und diese Tonys, so nennen die sich, diese Figuren, die man draufstellt, die kann man sich schön ins Kinderzimmer reinstellen. Das finde ich auf jeden Fall mega geil. Ich kann euch nochmal zeigen, kann man noch dazu kaufen, das haben wir auch. Also hier haben wir so ein Regal, das haben wir mit dazu gekauft, das verlinke ich euch auch gerne unten mit in die Infobox. Da kann man diese Magnete hier, die kann man umtauschen und die Figuren kann man hier draufstellen. Man kann sogar mit den Figuren spielen und das finde ich auf jeden Fall schon mal mega cool. Was gibt es noch? Es gibt natürlich die Kreativ-Tonys. Das heißt, stellen wir einen Kreativ-Toni drauf, den können wir mit einer App bearbeiten. Da können wir selber eine Geschichte drauf spielen, eine MP3 oder eine Geschichte dem Kind vorlesen. Das finde ich immer mega geil. Gerade wenn man berufstätig ist, keine Zeit hat, kann man so seinem Kind noch Geschichten vorlesen. Und das finde ich richtig geil. Und die App ist der Hammer. Es ist alles so erklärt, dass selbst Handyfeinde oder irgendjemand, der sowas überhaupt nicht mag oder nicht mit umgehen kann, das bedienen kann und deswegen finde ich das auf jeden Fall mega cool. Klar, die Figuren sind mit 15 Euro vielleicht nicht unbedingt sehr billig, aber es ist immer ein schönes Geschenk. Oma, Opa, Verwandte, Tante, Onkel, die fragen natürlich immer, was kann man schenken und jetzt kann man auf jeden Fall immer etwas haben, wovon das Kind lange was von hat und was man auch anfassen kann. Eine Geschichte auf einem Tipptoy-Stift zum Beispiel, die könnte man nicht verschicken bzw. verschenken und sowas hier, das kann man einpacken und da freut sich das Kind auf jeden Fall drüber, weil man auch was zum Anfassen hat. So eine Geschichte, wenn man die drauflädt, das ist wie ein Gutschein irgendwie, da hat man nichts in der Hand, aber hat halt was bekommen, weiß ich nicht, finde ich halt, deswegen finde ich das mega geil. Der Tipptoy-Stift, gar keine Frage, der ist mega geil, aber zum Geschichtenvorlesen finde ich die Tonys Box auf jeden Fall noch geiler. Klar, der Preis ist ein stolzer Preis, aber es ist ein schönes Geschenk. Das ist nicht so wie irgendein anderes Geschenk, ein ferngesteuertes Auto oder irgendwas, was dann irgendwo in der Ecke rumsteht. Das hier kann man wirklich jeden Abend zum Einschlafen, zum Spielen, Geschichten hören, Musik vorspielen und so weiter nutzen. Deswegen finde ich das so cool. Hier oben drauf, diese Fläche ist magnetisch. Das heißt, man kann das auch im Auto mitnehmen und solange man nicht Offroad fährt,
dann fällt die Figur auf jeden Fall nicht runter. Damit die Eltern nicht ganz so abgenervt sind, man kann hier auch Kopfhörer mit einstecken, müssen aber extra mit gekauft werden. Das Ganze kann man nicht kaputt machen, das kann man wirklich runterschmeißen. Das ist hier aus Stoff, hochwertig genäht. Das Schöne und Einfache ist natürlich, wir können unsere Tonibox einfach zum Laden hier reinstecken und wenn man dann mit dem Auto fährt, nimmt man das einfach runter. Man muss hier kein Kabel oder irgendwas trennen. Hier kann auch keiner einen Stromschlag oder sowas bekommen. Da wurde auf jeden Fall mitgedacht. Das Schöne ist natürlich auch, hier das Ganze ist rutschfest. Die Box selber ist rutschfest. Hier unter ist nochmal so ein Anti-Rutsch-Noppen unter und deswegen in meinen Augen auf jeden Fall mega top. Mein Lieblingstoni ist auf jeden Fall Patterson & Findus und das hört sich so geil an. Das hat so einen schönen Klang und man kann das so laut machen, dass es zwar gut zu hören ist, aber die Kinder auch keinen Hörschaden oder sonst irgendwas bekommen. Das ist mega cool. Die Figuren sind handbemalt und ich kann hier wirklich fast nichts Schlechtes drüber sagen über dieses Teil, über die Tonibox und das finde ich schon mal mega cool. Klar, es ist ein stolzer Preis, habe ich schon erwähnt, gar keine Frage, aber es ist auf jeden Fall ein Geschenk, wo man was von hat, ne? Also wo man auch lange was von hat, wo das Kind sich immer wieder mit beschäftigt und vor allen Dingen, wo man immer wieder drauf aufbauen kann. Also die Tonibox ist was für Kinder von ein, beziehungsweise unser Baby ist jetzt gerade geboren, also ab ein bis sechs Jahre ungefähr. Dafür ist es auf jeden Fall ideal. Darauf sind die Geschichten auch abgestimmt und ist auf jeden Fall richtig cool gemacht. Ich finde, das ist ein mega gutes Spielzeug und ich finde, es ist ein mega gutes Geschenk auf jeden Fall für Kinder. Und deswegen von mir volle Punktzahl. Der Preis ist natürlich Hammer, auch für die Figuren. Gut, die sind handbemalt, das ist alles liebevoll gearbeitet. Aber im Ganzen muss man auf jeden Fall sagen, besser als irgendwelcher Schrott, der irgendwann in der Ecke liegt. Wer sich dafür interessiert, ich verlinke euch beides, die Tonibox und dieses Regalset hier mit Magnete und die Figuren, könnt ihr selber gucken, mache ich euch einen Gesamtlink unten mit rein, wenn ihr möchtet, könnt ihr selber mal gucken, aber ist auf jeden Fall mega der Hammer. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video weiterhelfen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt das gerne unten mit in die Kommentarbox. Wer sich dafür interessiert, wie gesagt, das ist hier alles unten mit drin verlinkt und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder zum neuen Test auf Videocheck. Lasst ein Abo da, bis dann, euer Paul, ciao.